verschwiegenes Plätzle. Ein richtiges Tunnellabyrinth. Jetzt komme ich in den großen Kellerraum, ja, und da ist jetzt Bier gelagert worden in diesem Bereich. Ganz dahinter, da war ein großes Tor, da ist jetzt Pferdefuhrwerk runtergefahren, ja, wie die Fässer drauf. Und dann haben wir es hier unter links und rechts abgelagert. Und ganz da vorne war wieder ein Tor und da ist jetzt Pferdefuhrwerk rausgefahren. Hat das aber auch in den Ohr geschickt, denkt, so ist, gell? Ja, ja. Der Keller hüben, die Wirtschaft drüben, der kleine Grenzverkehr. Das vorne, das große Gebäude, das ist die Gaststätte zum Lamm. Und immer, wenn das Bier drüber ausgegangen ist, ja, dann ist der Wirt mit den Hausschuhen die Treppe runter, unter dem Tunnel durch, rüber mit dem Sutterkrug und hat das Bier angezapft, ist wieder rübergegangen in die Gaststätte und dann ist da weiter dudeln worden. Ganz einfach. Mir scheint, die Waldstätter Unterwelt ist groß. Mit Bad kommt man in viele dunkle Ecken. Hier ein bewohnter Keller. Auch ein altes Bierlager. Nebenan stand eine Ziegeleihütte, wodurch die Hitze nicht nur die Ziegel brannten. Damit die Arbeiter von dieser Ziegeleihütte mit ausreichend Stoff versorgt werden können, ist es dringend notwendig, eine Gaststätte zu bauen. Muss ich mir vorstellen, ja, dass eine Wirtschaft baut, damit ein paar Arbeiter, gell? Unglaublich, ja, haben Sie recht. Hui, Herr Bart, also die Keller waren ja schon recht finster, aber wo gehen wir denn jetzt noch? Nein, in der Waldfallera. Ja, hier beginnt die Bunkerlandschaft. Das heißt, das ist das Gelände, wo die Amerikaner früher in den 50er Jahren insgesamt 28 Bunker gebaut haben. Da ist Munition gelagert worden, Materialien wie Teile von Granaten, Teile von Pershing 1 Raketen, aber auch große Mengen von Lebensmitteln. Das ganze Gebiet war Staatseigentum und, weil versteckt, für die in Gmünd stationierten Amerikaner ideal im Kalten Krieg. Sie sind immer von Gmünd hergekommen mit den Fahrzeugen von Göppingen, meistens bei Nacht. Da hat es schon geklirrt manchmal in der Vitrine, beziehungsweise manchmal hat man auch das Gefühl gehabt, jetzt fällt schon gleich aus dem Bett raus. Bei mir schleicht sich ein bedrückendes Gefühl ein. Munitionsbunker, Lager für Vorräte, Sprengköpfe. Ich weiß, das ist lange her. Wirklich? Rainer Barth zeigt mir noch einen solchen Bunker von innen. Ja, ein halbdunkles Eck. Ob man sich da noch als Waldstädter trifft? Also alle haben dieselbe Größe natürlich. Ja. Die sind 12 Meter breit, 19 tief und 4 Meter hoch. Aha. Und das sind ja jetzt schon Räume, wo man ja natürlich auch schön feiern kann. Gibt es da nicht Junge, die da älter waren? Früher war, deshalb sage ich, das ist der Abi-Bunker. Ja, warum? Früher vom Gymnasium in Schwäbisch Gmünd haben manche, die Abiturienten, ihr internes Abi-Fest hier oben gefeiert. Ja. Aber das ging ganz reibungslos über die Bühne. Da haben wir ein bisschen danach geschaut, dass es auch funktioniert. Na bitte, sag ich's nicht, sündiges Dorf. Hier tobt sogar heute noch das Leben. Vor allem im Winter. Also, und das ist jetzt was für ein Bunker? Das ist ein ganz besonderer Bunker, ja. Und zwar, den hat vor 20, 25 Jahren der Alpverein von Waldstätter zugemauert. Man sieht's ja hier. Und hat hier das Gitter eingemacht. Das ist quasi das Winterquartier der Fledermäuse und der Schmetterlinge, ja. Und da wären die im Winter, sind die da drin, ja. Wird da ein bisschen kontrolliert, ob das auch angenommen wird. Das wird sehr gut angenommen, ja. Weil ich habe vorher gesagt, wir haben eine Homepage der Heimatverein. Da steht was drin von dem Winterquartier der Fledermäuse. Und die lesen das und kommen alle nach Waldstätter danach. So in etwa läuft es. Ja. In Waldstätter können sogar die Fledermäuse lesen. Unglaublich. Gut. Genau. In Waldstätten gibt es jede Menge versteckte Plätze. Rainer Barth kennt sie alle.